Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Twilight Princess. Ha. Im letzten Part haben wir den Schattenpalast so gut wie abgeschlossen. Heute geht's dann nur noch Richtung Boss und ich habe im letzten Part ja gesagt, vielleicht wenn ich die Viecher, die hier vorhin waren, müsste halt im letzten Part schauen. Wenn ich die alle umbringe, vielleicht kommt da eine Truhe und nein, es ist keine gekommen. Aber, ihr müsst mal ganz kurz warten. Nämlich, wartet mal kurz. Und nur kurz meine Pfeile auffüllen. Ich habe jetzt gerade schon die linke Amiibe in der Hand gehabt. Wollte ich eigentlich vorher schon tun, aber bin dann nicht mehr dazugekommen. Dann hat die Aufnahme schon gestartet. Lel hat die. Nee. Aber auf jeden Fall werden wir heute einfach mal hier weitergehen. Und hier ist wieder ganz dunkel. Oh lol. Was ist hier los? Kann ich eigentlich echt alle zusammen töten? Ja, kann ich sogar. Lel. Und jetzt hier. Wir sind jetzt wieder schön. Wir können hier so gar nicht. Okay, wir müssen uns kurz mal zurückverwandeln. Live bei uns. Komm schon. Und ich habe gesehen, wir schaffen das heute ganz schnell. Also wir werden den Schattenpalast heute definitiv abschließen. Wir sind halt jetzt schon beim Ende. Und. Okay. Läuft bei dem Spiel. Mal wieder nice ver... Komm bitte. Was? Oh, es ist so Betrug. Es ist so harter Betrug. Aber ich habe sogar Pfeile bekommen. Obwohl ich die vorher noch aufgefüllt habe. Na heiß. Hä? Warum auch immer jetzt? Komm, mach doch alles weg hier. Mach, was ist eigentlich, wenn ich alles wegmache? Es kommt immer wieder, oder? Jetzt verpiss dich doch. Oh. Geht schon jetzt hier hoch und wo weiter? Hi. Hier, ich spring mal hier rüber. Falsch. Ich muss mich jetzt immer entscheiden. Okay. Komm schon. Ah, nochmal richtig geil alles weg hier. Ich geh jetzt einfach mal auf das hier rüber. Muss mich jetzt ernsthaft entscheiden? Oder was geht hier nun? Sag mir, dass das richtig ist. Fick dich. Dann ist das vordere. Ich wusste es doch, Hadi. Komm, geh hoch. Ach, das ist wieder schön. Das ist wieder ganz schön. Dann ist das hier vorne. Wenn es das nicht ist, das ist es aber. Oh lol, es ist rechts, oder? Richtig. Bisschen kann ich mich noch daran erinnern. Muss ich jetzt persönlich zugeben sogar. Ja, ja. Bisschen kann ich mich daran noch erinnern. Und ich wusste doch noch, dass das noch irgendwann kommen wird. Muss mich wahrscheinlich jetzt gleich wieder entscheiden, oder? Ja, dranhängen. Mal schauen. Aber wo jetzt... Oh, es geht jetzt hier hoch, oder wie? Nee, es geht hier hin. Oh, das war der Dreck jetzt. Den habe ich immer gehasst. Denn der Typ schießt einen halt ab. Am besten wir hängen uns halt jetzt gleich hier ran. Und werfen dich hier runter. Hat uns das jetzt was geholfen? Fragt mich nicht. Oh lol, es lebt halt noch einer von den Opfers. Komm schon. Ist jetzt... Okay, ist noch ein Herz. Da drüben ist einer. Okay. Oh, shit. Komm, geh noch hoch. Komm ich da jetzt noch rauf? Oh lol, ich bin noch oben. Okay. Gut gemacht, Bruders. Wir sind halt jetzt schon bei... Oh, ich muss mich hier wieder dranhängen. Bitte nicht treffen. Danke. Okay, zehrt sich jetzt zwar ein bisschen. Aber wir sind gleich da, oder? Ja, also nur noch da nach vorne. Komm schon, bitte nicht treffen. Tust du auch nicht? Das ist schön. Deshalb liebe ich dich. Ja, ja, Zanto ist toll. Komm schon. Oh, lol. Habe ich mich jetzt sogar noch treffen lassen. Ah, jetzt kommt hier eine Truhe. Was ist jetzt denn drin? Ich muss aber sagen, ich werde nachdem ich das halt ganz, das Ganze halt hier jetzt geschafft habe, werde ich euch auch noch
Wir zwei Herzteile reinstecken, denn die finde ich gerade nicht. Und hier ist ein Schlüssel. Komm schon. Oh, lol. Nee, wo will ich denn jetzt hin? Will ich da hoch? Nee, da will ich doch gar nicht hoch, oder? Da will ich hoch. Aber wie zur Hölle komme ich hier hoch? Komm, häng dich da noch dran. Nein, das war jetzt ganz knapp. Oh, shit. Kann ich mich hier unten eigentlich auch wieder dranhängen? Ich versuch's am besten gar nicht. Will mich halt nur da dranhängen. Ah, jetzt ist es da. Ja, komm, geh zurück. Und ich muss gleich wieder niesen. Komm, geh hoch. Ich muss in den letzten Parts ziemlich viel niesen. Obwohl daran, dass ich schon viel aufgenommen habe. Hier geht's jetzt weiter. Richtung Boss. Richtung. Wir sind noch nicht da. Ah, wird schon noch was. In dem Part hier. Lololol. Easy. Das wird easy noch was. Und ich muss sagen, das ist ein toller Boss. Das ist ein toller Boss. Und ich sage euch dann, oder ich zeige euch dann auch, warum. Erst stirbst du jetzt mal. Ich one-hitte die, glaube ich, sogar alle einfach. Oh, lol. Was denn? Drecksbetrug. Oh, shit. Wart. Komm schon. Oh, wir sind schon beim Boss. Lalalalalalal. Ich will vorher noch alle Herzen. Dann haben wir nämlich... Komm schon! Easy. Ich werde halt dann einfach nochmal im Schattenpalast zurückgehen. Komm, jetzt noch mehr. Ach nee, wir sind schon. Wir haben alle Herzen. Kommt hier jetzt noch vielleicht eine Fee oder so? Wahrscheinlich nicht. Auch wenn hier eine Fee ist, wir brauchen sie nicht, denn wir haben rotes Elixier. Und... was brauchen wir denn für den Kampf? Wir gehen einfach mal rein. Weiß es nämlich nicht mehr. Das fühlt sich halt schon so an wie ein Endboss-Kampf. Ist es aber nicht. Spoiler. Ich hätte Spoiler vor dem richtigen Spoiler sagen sollen. Egal. Hallo? Oh lol, da ist Santo. Santo! Ist es nicht eine Ironie des Schicksals, dass dir deine eigene Magie nun zum Verhängnis wird? Unser Volk ist so lange Zeit unterdrückt worden. Und wie Tiere hat man uns in dieser Welt gefangen gehalten, uns ein großes Volk, das in Magie bewandert ist, wie keines sonst. Im Schatten wurden wir zu Wesen ohne Zorn und ohne Hass, zu feigen Wesen ohne Leidenschaft. Die Schuld trifft unser träges Königshaus, das im Schattenreich sein Heim suchte und darüber den Glanz der alten Zeit vergaß. Ich unterstützte dieses Königshaus zu lang und hielt die Schande nur mit Mühe aus. Ich war mir sicher, dass ich der nächste Herrscher unseres Volkes sein würde. Und dann? Verweigert mir das Volk die Anerkennung und ich erhalte nicht die Macht, die ein Oberhaupt des Schattenvolkes gebührt. Doch dann begegnete ich inmitten von Zorn und Verzweiflung einem fleischgewordenen Gott.
Ich werde meine Kraft in deinen Körper legen. Und was du wünschst, das soll auch mein Wunsch sein. Mein Gott, und ich teile nur den einen Wunsch. Licht und Schatten in endloser Finsternis zu vereinen. Usurpatuas Santu. Los geht's. Okay, es geht los, Brudes. Wie auch immer ich den jetzt besiegen tue. Ich weiß es noch nicht mehr genau. Gott. Habe ich ihn jetzt besiegt? Wartet mal. Ah. Komm her, Bruders. Komm schon. Eine in die Fresse. Was machst du? Link läuft einfach von selbst. Ja, nee, ist klar. Komm schon. Nochmal getroffen und nochmal eine reingedonnert. Wir haben aber schon genug Herzen verloren. Heilige Maria. Warum verlieren wir so viel Herzen? Gib sie mir wieder. Ja, schön, schieß mich ab, Alter. Wir haben dich aber jetzt nochmal. Komm her. Oh, lol. Oh, warte. Brauchen wir wahrscheinlich. Nein, was machst du? Zurück hier. Brauche ich jetzt wieder? Warte mal. Brauche ich doch jetzt wieder. Warte mal, tauschen. Tausch mal. Warte. Nein. Nee, wie kann ich dich denn jetzt besiegen? Oh lol. Achso, ich brauche jedes Mal irgendwie das Dungeon-Item oder so. Stimmt. Ja, mach, spring hier rum. Hilft nicht viel. Schieß mich wieder ab. Ja, schön. Oh lol. Schnell lauf hin. Nein! Oh Gott, das war jetzt schlecht. Das war jetzt extrem schlecht, aber Pack war schon. Komm schon. Komm schon, nochmal eine rein. Dritter Dungeon. Warte. Komm schon, nein, falscher Knopf. Holy shit. Ich würde mal sagen, ich rüste jetzt mich hier einfach aus. Warte, was war nochmal das Item des... Der Greifhaken. Geh mal auf den Boden. Ja, komm her! Nochmal für den Freundchen! Donnert! Oh Gott! Wir müssen also jedes Mal das Dungeon-Item benutzen. Und ich muss schon mal sagen, ich persönlich, das ist halt echt einer der besten Bosse, die es jemals gab. Ist so innovativ halt auch. Halt auch irgendwie nicht so, aber oh, jetzt müssen wir schauen, wo er genau ist. Mal schauen. Oh shit, wo bist du denn?
Oh lol. Nee, ich hätte dich fast gehabt. Okay, ich kann aber auch im Schwimmen. Irgendwie. Warte mal. Warte, schnell. Komm, hol ihn. Okay, wir haben ihn. Nochmal eine in die Fresse. Und weiter geht's. Es geht halt schon ziemlich schnell von Dungeon zu Dungeon halt. Ah, jetzt sind wir in der Wüstenburg, oder? Oh lol. Was willst du eigentlich hier? Nun! Was geht? Jetzt hauen wir ihm auf den Arsch. Live bei dem. Wir, es sind doch nur die ersten paar Dungeon. Wo ist er denn? Was machst du hier? Komm runter! Nochmal eine in die Fresse! Okay. Warte, was hier nochmal hier war? Das ist Dungeon Item. Und wisst ihr was? Ich rüste mal wieder zurück aus. Einfach weil es stylischer aussieht. Meine Meinung halt. Auf den Fuß. Richtig eine auf die Fresse kriegst du jetzt. Komm her. Was ist er jetzt denn? Oh shit. Ich sollte aber schauen, dass ich nicht zu viel Herzen verliere hier. Alter, die Musik. Habe ich schon mal gesagt, dass ich die feier? Wahrscheinlich. Jetzt ausziehen schnell und aufpassen, dass wir ihn gleich erwischen. Ein paar Herzen holen. Aufpassen. Jetzt kommt er nämlich hier runter. Jetzt haben wir die eine rein. Das ist wieder klein. Rein, klein, das reimt sich ja. Komm schon. Erwisch ihn doch noch. Okay, wir haben ihn noch. Und jetzt zum nächsten Dungeon. Und zum letzten. Nee, einer kommt noch. Sind wir jetzt etwa in einer anderen Zeit, oder? Oh lol, nee, wir sind schon am Ende. Ach, wir sind schon am Ende. Die Musik ist so super. Warum das nicht das der Boss ist? Fragt mich nicht. Oh lol. Fragt mich echt nicht, warum das nicht der Boss ist. Ich sage euch nur eins, ich brauche Herzen. Ich würde nämlich gerne mit vollen Herzen da wieder rausgehen aus dem Kampf. Es wäre nice. Oh Leute, piss dich doch. Ach komm schon. Ja, komm her. Oh Gott. Es wird sich nicht mehr ausgehen, oder? Nee, geht sich nicht mal mehr. Ja, aber wir versuchen natürlich mit so viel Herzen, wie es geht, rauszugehen. Oh lol, nee, sind jetzt wieder extrem viele. Okay, hier sind jetzt wieder mehr Herzen. Ach, scheiße. Komm schon, wo bist du denn? Komm hier, Alter! Nein, okay, ich wollte ausweichen, Hilfe. Bist du denn? Doch, der... Wie oft man den Typen... Oh, die Kamera, die Kamera. Manchmal kommt er halt einfach her. Oh. Verfluchte Aufführer! Oh, scheiße, hat die Ehre gesagt, lol. Du sollst es erfahren, dass du nicht unser Oberhaupt werden konntest. Liegt an deinen Augen.
Es liegt an dem gierigen Glanz in deinen Augen. Der König fürchtete, du könntest zum Opfer deiner Kräfte werden, wie unsere Vorfahren. Mädner, törichte Prinzessin der Schatten, möge dein Fluch auf ewig auf dir lasten. Es wird die Macht meines Gottes, die dich und dein Volk mit diesem Fluch belegt hat. Deine Magie wirst du nie zurückgewinnen. Schon ist er auf die Erde hinabgestiegen und wiedergeboren in dieser Welt. Solange Ganondorf, mein Herr, am Leben ist, werde auch ich immer wieder zurückkehren. Okay. Das war doch nur ein kleiner Teil von meiner Kraft. Und die ist doch um so viel schwächer als die Macht, die unser Volk in alter Zeit besaß. Chris, es wird Zeit, Zelda zu retten. Meine Magie habe ich zwar nicht zurückgewinnen können, aber es bleibt uns immer noch die Macht des Schattenvolkes. Damit kann ich auch Zeldas Kraft wieder erwecken. Und diese Kraft wird für uns unverzichtbar sein. Also lass uns gehen. Prinzessin Zelda wartet. Warte mal kurz. Kann ich jetzt theoretisch wieder zurückgehen? Nee. Kann ich nicht mal. Kann ich einfach nicht. Ich muss jetzt hier raus. Ich kann natürlich wieder zurückgehen. Wir holen uns erstmal den Herzcontainer. Wir haben noch 19, wir haben jetzt 19 Herzen. Wir werden jetzt hier rausgehen. Und ich würde sagen, ich kann dich von hier wegbringen, aber bist du auch sicher, dass du nichts vergessen hast? Ich habe was vergessen, aber ich hoffe, ich kann da wieder zurück. Ich hoffe es. Denn ich werde das dann jetzt noch gleich reinschneiden, im Übrigen. Die letzten zwei Herzteile. Wir wollen speichern. Hier wollen wir speichern, richtig. Aber wir sind jetzt sogar erst hier. Ganondorf hat also Zanto nur benutzt, um in die Welt des Lichts zurückzukehren zu können. Jetzt wissen wir, wer für die magische Barriere um Schloss Hyrule verantwortlich ist. Er ist in Schloss Hyrule, da bin ich mir sicher. Chris, wir müssen schnell zurück in die Welt des Lichtes und Prinzessin Zelda retten. Ja, ja. Aber ich kann jetzt theoretisch doch wieder für den ganzen Dungeon erkunden, oder? Ja, kann ich noch. Dann würde ich sagen, schneide ich euch, wo sind hier eigentlich die ganzen Truhen? Ah, hier. Werde ich mir dann das nochmal gleich ansehen und werde ich dann die letzten zwei Herzteile reinschneiden. Natürlich noch mit Commentary. Wir müssen das ja beibehalten, denn ich habe dann halt 20 Herz-Container, ist was Besonderes. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir sehen uns nach einem kurzen Schnitt wieder. So, jetzt holen wir uns noch schnell die letzten zwei Herzteile. Und dann haben wir das Spiel nicht durch. Haha, XD. Dann fehlt uns nur noch das Finale. Dann müssen wir nur noch das Finale machen. Und das machen wir natürlich die nächsten Parts. Aber darüber reden wir jetzt noch nicht. Und zwar sind die ganzen Herzteile... Oh Gott, ich hasse es. Also, hä, wieso? Fick dich. Komm, geh weg. Danke. Und jetzt hänge ich hier dran. Hier ist nämlich das erste Herzteil. Warte. Nummer uno. Und es ist eigentlich ganz simpel, wo die Herzteile sind. Warte mal, ich komm mal her. Ach, come on. Es ist halt so unnötig. Komm schon. Und jetzt hoch. Schnell, 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 schnell. Und jetzt wieder raus, denn auf der einen Seite ist ein Herz und auf der anderen. Und wir können da erst hin, wenn wir beide Seiten ganz erkundet haben. Und das Goldene, also oder das Glitzernde oder das Leuchtende oder das, keine Ahnung, Masterschwert halt haben. Ja, das ist das Prinzip dahinter. Wir haben halt jetzt, glaube ich, einen längeren Part. Oder vielleicht auch nicht. Ich muss noch schauen.
Aber ist doch kein Problem, hat man ja doch schon mehrere. Aber zum Glück sind die Herzhalle gleich am Anfang, das heißt, es dauert doch nicht so lange. Und ich bin schon richtig gehypt, wir haben gleich fucking 20 Herzteile und ich habe keins vergessen. Ja, doch, ich habe vergessen, das Herzteil bei der Katze-Dings da einzusammeln. Aber das habe ich gerade vorhin noch offscreen nachgeholt. Ich habe 5 Stunden gesucht. Weil ich mir dachte, oh shit, mir fehlen ein Herzteil. Da kam ich drauf, holy shit, ich habe das ja noch gar nicht geholt. Ja, na gut, eigentlich habe ich es erst gesehen, als ich wieder in das vergessene Dorf ging. Und schauen wollte, ob ich es wirklich vergessen habe. Und ja, ich habe es vergessen. Das ist schön, das labere ich jetzt lang und ist aber eigentlich irrelevant. Denn ich habe sowieso auf Twitter schon alles voll gespammt. Hi. Geh bitte runter. Warte. Ach, please, ich kann Wolf verwandeln. Komm schon. Diese Kamera ist grandios. Immer diese Kamera, Alter. Das Kamera. Und da oben ist jetzt das letzte Herzteil. In diesem Spiel. Und wir sehen es jetzt. Das letzte Herzteil. Wir haben 20 verfickte Herzteile. Und ich würde sagen, im nächsten Part sehen wir uns vor Schloss Hyrule, wenn wir uns aufmachen zum Finale. Zu den letzten 3 Parts. Ich würde sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.